Grüßt euch miteinander. Mein Name ist Maximilian Giel. Ich bin Outdoor- und Adventure-Fotograf, hauptberuflich als Arzt tätig und selbst als Athlet auch viel unterwegs. Und heute soll es ums Thema Trailrunning gehen. Warum macht man das? Was steckt dahinter? Techniken, Ausrüstung, all das in diesem Video. Aber erst Zeit fürs Intro. Zum ersten Mal, warum erwähne ich überhaupt, dass ich hauptberuflich als Arzt arbeite? Deswegen, weil das ganz viel damit zu tun hat, warum ich persönlich überhaupt zum Trailrunning gekommen bin. Und zwar ist es so, ich arbeite hier in der Schweiz, wir haben eine 50-Stunden-Arbeitswoche und dementsprechend bleibt relativ wenig Zeit für Aktivitäten neben der Arbeit. Und ich persönlich bin immer sehr, sehr viel draußen unterwegs gewesen und für mich war immer klar, dass das ein Teil von meinem Leben bleiben muss. Und ich wollte schon immer auch trotz der vielen Arbeit nebenher noch die Möglichkeit haben, am Abend auf den Berg zu gehen, vielleicht den Sonnenuntergang zu genießen. Und so habe ich angefangen, nach der Arbeit im Krankenhaus eigentlich mir zu überlegen, wie kann ich mein Gewicht reduzieren, um möglichst leicht und möglichst schnell den Berg hochzukommen. Das war bei mir damals der Mieten. Und so habe ich angefangen, am Ende einen leichten Klettergurt mitzunehmen, dort nur noch eine Jacke hineinzuhängen und vielleicht eine Trinkflasche hier hinzuhängen und konnte so immer schneller den Berg hinauflaufen. Und das ist so grundsätzlich das, wie sich das bei mir mal entwickelt hat. Heute nehme ich dafür anderes Material, das erleichtert es mir, braucht man keinen Klettergurt mehr. Dazu kommen wir nachher. Bevor wir dazu kommen, will ich mal ganz klassisch wirklich die Klischees vielleicht aufgreifen, die vielleicht viele so ein bisschen intus haben und einfach so ein paar Schlagworte nehmen und dazu ein bisschen meine Gedanken dazu dann anbringen. Und zwar einfach mal irgendwie als erstes Schlagwort Trailrunning, das ist was Extremes. Naja, ich denke, das muss man ein bisschen relativieren, das ist eine pauschale Aussage und das sollte man ganz differenziert betrachten. Wenn wir bei Trailrunning davon reden, dass Leute 160 Kilometer und 10.000 Höhenmeter an einem Stück rennen, ja, das ist extrem. Aber das heißt nicht, dass Trailrunning per se das ist. Trailrunning, wenn man es mal grundsätzlich nimmt, bedeutet ja nichts anderes als Joggen auf einem Bergweg, auf einem Schotterweg, nicht auf einer Teerstraße. Das heißt grundsätzlich Trailrunning. Heute wird das viel damit verknüpft, dass man bergauf joggt, aber das ist in der Definition, wenn man das wörtlich nimmt, nicht klar damit definiert. Ich glaube, das ist mal ein wichtiger erster Punkt, den man mal sehen muss. Das nächste ist, Trailrunning heißt nicht, dass man alles joggt. Das heißt es nicht. Also wenn wir sagen, wir machen einen Berglauf oder gehen Trailrunnen, heißt das nicht, dass ich jede noch so steile Steigung auch jogge, also laufe. Sondern das heißt auch, dass man trotzdem auch zwischendrin geht. Das ist nicht per Definition im Ausgeschlossen. Und ich glaube, das relativiert dann diese Aussage grundsätzlich schon mal, dass Trailrunning per se extrem ist. Das ist mal das Erste. Dann zum nächsten, Trailrunning, das ist was Gefährliches. Mit so leichten Schuhen unterwegs und so wenig Ausrüstung, nur einem Rucksack, viel zu wenig zu trinken, das ist gefährlich. Wieder so eine Pauschalaussage. Es gibt die blöde Aussage, das Leben ist lebensgefährlich. Die will ich jetzt vielleicht mal nicht kommentieren, aber grundsätzlich, Bergsport ist lebensgefährlich, darüber müssen wir nicht diskutieren. Aber das hängt immer davon ab, in welchem Gelände ich mich bewege. So wie man nicht sagen kann, Bergsteigen oder in die Berge gehen ist grundsätzlich gefährlich, würde ich das auch fürs Trailrunning nicht pauschal sagen. Was ich sicher sagen möchte, man
sollte nicht sagen, so, ich kaufe mir jetzt eine Trailrunning-Ausrüstung und jetzt renne ich 1000, 2000 Höhenmeter bergauf und vor allem auch bergab. Das ist mit einem Verletzungsrisiko verbunden, wenn man nicht trainiert ist. Ich denke, das muss man schon ein bisschen unterscheiden. Deswegen denke ich nicht, dass grundsätzlich Trailrunning gefährlicher ist und risikobereiter als normales Wandern. Das ist mal so das Nächste. Und dann wahrscheinlich so, dass die größten Bedenken so von den, ja, ich sag mal von den klassischen Berggängern, die sagen immer, oder das habe ich zumindest das Gefühl, Trailrunning, die genießen die Bergwelt überhaupt nicht mehr. Die sehen gar nicht, was hier alles so ist. Und ich glaube, da möchte ich schon auch persönlich ein bisschen etwas dazu sagen. Ich glaube, man kann überhaupt nicht vergleichen Wandern und Trailrunning, weil Trailrunning ist etwas, was für mich persönlich sehr viel mit Konzentration zu tun hat. Ich muss mir vor jedem Schritt überlegen, wie ist das Gelände, und ich befasse mich wahrscheinlich intensiver, wenn auch nur für kurze Zeit, mit dem Wanderweg, mit dem Gelände, als wie das vielleicht ein Wanderer tut, behaupte ich jetzt mal. Und ob das wirklich kein Genuss ist, ich persönlich renne lieber schnell ein Tal nach hinten, wo es vielleicht nicht so viel zu sehen gibt, bin auch relativ zügig vielleicht oben am Gipfel. Ich sitze dann dort aber auch eine halbe Stunde und genieße die Zeit. Das ist immer sehr individuell, und generell Genuss zu definieren ist halt auch etwas sehr Individuelles. Und von dem her, glaube ich, muss das am Ende jeder ein bisschen unterscheiden und entscheiden, ob das für einen Genuss ist oder nicht. Für mich persönlich, obwohl ich gerne den Berg bergauf renne, genieße ich genauso auch langsam zu gehen, aber genauso genieße ich es, mich an die Grenzen zu bringen. Und das sind zwei völlig verschiedene Dinge, ob ich jetzt gemütlich, vielleicht auch mit der Kamera, den Berg hinaufgehe, oder ob ich sage, heute will ich einfach eine gute Zeit laufen, ich habe vielleicht nicht wahnsinnig viel Zeit, und ja, die Zeit, die ich habe, die will ich einfach bestmöglich nutzen. Und ich glaube, genau um das geht es. Das Trailrunning, man kann sich nur auf das konzentrieren. Ich persönlich bin gar kein Fan davon, nur eine Sportart extrem zu machen. Aber es ist eine gute Ergänzung grundsätzlich im Training und die einem wirklich so fürs gesamte Jahr einfach was bringt. Weil die Muskulatur, die wir hier trainieren, die bringt uns dann auch für was fürs Skitouren gehen und grundsätzlich zum Berg gehen. Wenn ich regelmäßig auch ein bisschen gegen die Uhr laufe oder einfach mal schaue, wie lange ich für etwas brauche, dann kann ich bei einer Tourenplanung besser einschätzen, wie lang brauche ich. Oder ich weiß, die Tour hat 1000 Höhenmetern. Ich kann ungefähr einschätzen, wie lange ich dafür benötige. Und am Ende ist das für mich ein Sicherheitsfaktor. Das ist meine Meinung. Und deswegen finde ich das Trailrunning eine gute Ergänzung. Und eben, wie ich schon anfangs erwähnt, Trailrunning hat eine sehr breite Varianz von Leuten, die im Trailrunning-Stil auf 4000er rennen oder noch höhere Berge, zu einfach dem, der um den See joggt mit ein paar Hügeln oder einfach auf einem schönen Wanderweg. Da gibt es die ganze Bandbreite, und ich glaube, das muss man gut unterscheiden. So, das ist mal so das Wichtigste. Ich denke, als Nächstes kommen wir doch mal zur Ausrüstung. So, als Erstes mal Schuhe. Wahrscheinlich das logischste Ausrüstungsdetail beim Rennen, logischerweise. Gibt es von ganz verschiedenen Herstellern und gibt es in ganz unterschiedlichen Arten. Wichtig ist immer ein bisschen die Sohle. Ich persönlich habe sehr gern Vibram-Sohlen. Die haben einfach einen guten Grip, auch wenn es noch nass ist. Und dann ist auch ganz entscheidend die Dicke der Sohle und die Form des Schuhs. Grundsätzlich, das hier ist ein Schuh, der sehr aufstiegsorientiert ist. Der ist sehr, sehr dünn vorne. Dadurch habe ich ein gutes Gefühl. Gerade wenn es steiler bergauf geht, spüre ich gut den Felsen. Wenn ich damit lang bergab laufe, tut mir danach wahrscheinlich die Knie weh. Der hat hier hinten fast keine Dämpfung. Das muss man einfach sich gut überlegen. Also wenn ich einen Aufstieg mache, wo ich vielleicht mit der Bahn unterlaufe, dann ist ein solcher Schuh sehr gut.
wenn ich einen eher längeren Lauf mache, auf einem Grat laufe, wo ich bergauf, bergab, bergauf, bergab, dann würde ich einen Schuh nehmen, der deutlich mehr Pufferzone hinten hat. Da gibt es zum Beispiel von Dynafit noch den Alpine Pro, wäre zum Beispiel ein Beispiel. Ja, von La Sportiva gibt es verschiedene Schuhe und von Salomon. Ja, das muss jeder ein bisschen selber ausprobieren und auch schauen, welcher Schuh einem passt. Ich denke, das ist das Wichtigste. Wenn man auch in der Übergangszeit joggt oder vielleicht auch Schneekontakt hat, je nachdem, macht ein Schuh Sinn, der auch Gore-Tex hat. Ja, da gibt es eine breite Auswahl und da macht es dann vielleicht auch Sinn, sich einfach nochmal im Bergsportladen beraten zu lassen. Als nächstes kommen wir zur Bekleidung fürs Trailrunning. Eine kurze Hose macht Sinn, auch eine extra kurze Hose. Und zwar aus dem Grund, dass es Hosen gibt, die hier Fächer haben. In diese Fächer kann ich verschiedene Sachen hineintun und das macht absolut Sinn. Zum einen hat es hier hinten bei manchen Hosen einen Reißverschluss. Dort kann man sehr gut den Autoschlüssel versorgen oder auch je nach Modell das Smartphone sehr gut versorgen. Dann hat es hier Taschen für Riegel oder Handschuhe. Die kann man perfekt hier versorgen. Oder für Armlinge. Auch diese kann man bestens hier versorgen. Und das Schöne ist immer für mich, wenn ich beim Rennen nicht stehen bleiben muss, um mich umzuziehen. Deswegen machen solche Dinge hier Sinn. Dann gibt es sehr, sehr leichte Windjacken, wie diese hier. Die ist nur windgeschützt und der Wind ist eigentlich in den Bergen meistens das, was am meisten die Kälte oder das Kälteempfinden beeinflusst. Diese Jacken gibt es von verschiedenen Herstellern. Diese ist von Salomon, gibt es von Dynafit und von vielen anderen Marken. Die sind extrem klein zu verpacken. Die passen in jeden Rucksack. Und das ist einfach für mich ein Plus an Sicherheit. Und wenn ich jetzt am Rennen bin, merke, es wird kühler, dann mache ich es im Regelfall so. Ich habe im Regelfall hier oben ein Merino-T-Shirt an. Der Vorteil ist, gerade wenn ich die Windjacke drüber habe, ich friere nicht, auch wenn es nass ist. Und dann merke ich, als wird es kühler. Dann ist das Erste, was ich nehme, Armlinge. Die habe ich irgendwo griffbereit, dass ich beim Laufen sie rausholen kann. Und dann ziehe ich die als Erstes an, quasi als erste Verlängerung oder Schicht. Somit habe ich quasi im Handumdrehen eine langärmelige Bekleidung und somit empfinde ich sofort viel weniger Kälte und das macht einfach absolut Sinn. Sowas mitzunehmen ist nicht wahnsinnig teuer, ist aber ein wahnsinnig cooles Tool für mich am Berg. Und wenn ich dann merke, es ist immer noch kalt, dann bleibe ich wahrscheinlich wirklich mal kurz stehen und ziehe mir die Windjacke an. Typischerweise mache ich das eigentlich erst, wenn ich irgendwo stehen bleibe, zum Beispiel am Gipfel. Und damit habe ich eigentlich auch sofort dann warm. Das ist für mich dann eigentlich wirklich eine gute Sache. Wenn ich dann noch merke, es ist immer noch kalt, in dem Fall würde ich dann noch die Handschuhe rausholen. So viel mal zur Grundbekleidung. Wenn es dann immer noch kalt ist, gibt es auch noch was für die Beine. Und zwar solche Wind- und Regenhosen. Ebenfalls äußerst klein zu verpacken. Nimmt keinen Platz im Rucksack weg. Und das hilft einfach. Die ist hier wirklich regendicht. Kleines Paket. Ideal und bietet mir einfach Sicherheit. Zu guter Letzt noch das gute alte Buff. Habe ich immer im Rucksack dabei. Wenn ich weiß, es ist sehr, sehr warm, habe ich das im Regelfall hier, damit ich mir hier die Stirn wischen kann.
Zusätzlich habe ich um die Stirn eigentlich noch meistens ein solches Cap. Die hier sind von Dynafit, gibt es von verschiedensten Herstellern. Kann ich wirklich gut ins Gesicht ziehen, sodass mich die Sonne nicht blendet. Wenn es fest windet und ich noch eine Sonnenbrille aufhabe, ziehe ich es oftmals auch so an. Damit bin ich eigentlich gut gerüstet. Gibt mir ein bisschen Schutz hier für den Nacken, dass ich mir dort keinen Sonnenbrand hole. Und zusätzlich fängt es den Schweiß auf. Ich bin seit langen Jahren ein großer Fan von diesen Minicaps, weil sie auch hier oben einfach eine Belüftung zulassen und ich so nicht so fest schwitze. Und Schwitzen ist ein ganz wichtiger Punkt, denn wir sind limitiert durch den Trailrunning-Rucksack in der Flüssigkeitszufuhr. Flüssigkeitszufuhr, das ist genau das nächste Stichwort. Dafür gibt es die sogenannten Soft Flasks, auch von verschiedenen Herstellern. Die hier sind von Salomon, gibt es in, glaube 250 ml bis 500 ml. Und neu gibt es die auch von Salomon mit einem integrierten Filter, dass ich Bakterien herausfiltern kann aus dem Wasser, das ich am Berg vielleicht irgendwo auffülle. Alternativ dazu gibt es auch die Trinkblasen. Ich persönlich habe eigentlich Erfahrung gemacht, dass die meistens tropfen, deswegen benutze ich sie wenig. Ich habe sie auch bis 1,5 Liter, ist Geschmackssache, muss man ausprobieren, kann ich nicht sagen, was dort besser oder schlechter ist. Dann kommen wir zu einem weiteren wichtigen Utensil, und zwar diesen faltbaren Stöcken. Auch die gibt es von verschiedenen Herstellern. Sehr, sehr leicht. Ich glaube unter 200 Gramm, unter 300 Gramm das Paar. Sehr klein im Packmaß. Und sie helfen einfach ganz immens. Mir vor allem im Aufstieg, um die Oberschenkelmuskulatur zu entlasten. Was ich damit meine, zeige ich Ihnen gleich dann im Technikteil. Und nicht zu vergessen natürlich Rucksäcke. Gibt es auch von verschiedenen Herstellern. Ich habe hier mal zwei Modelle herausgesucht, die ich beide viele verwende. Zum einen einer von Salomon und der hier von Dynafit. Enduro 12 heißt der hier. Advanced Skin 8 Liter, 8 Liter Rucksack. Und ein 12 Liter Rucksack hat einfach sehr viele verschiedene Fächer. Hier zum Beispiel für Riegel, Handschuhe, dann auch irgendwo fürs Smartphone. Hier eine extra Tasche, wo auch das Smartphone reinpasst oder der Autoschlüssel. Hier ein Außenfach, wo ich etwas versorgen kann. Und ein Innenfach, groß. Mit einem extra wasserdichten Beutel für Wertsachen, Geldbeutel, Bankkarten, was auch immer man dabei hat. Vorne ganz wichtig, Softflask-Halter, und was sie alle haben, sind auch Durchfädelungen vom Hauptfach nach außen, um eine Trinkblase ebenfalls installieren zu können. Der große Vorteil von diesen Trailrunning-Rucksäcken ist, dass sie wirklich wie eine zweite Haut am Körper liegen. Und das ist einfach etwas, was beim Rennen extrem angenehm ist, weil so quasi die anatomische Bewegung auch wirklich machbar ist, verglichen mit einem Wanderrucksack, der halt immer doch ein bisschen nach hinten zieht, auch viel herumwackelt. Und deswegen empfehle ich eigentlich jedem, der regelmäßig läuft und auch längere Strecken läuft, sich solch einen Rucksack zuzulegen. Herstellerwahl muss jeder selber entscheiden. Am Ende muss er vor allem passen, und das kann nur jeder für sich selbst herausfinden. Als weiteren Ausrüstungsgegenstand, der gehört so wie bei den Bergtouren als auch beim Trailrunning für mich eigentlich immer in den Rucksack, weil ich meistens ein Ersatz-T-Shirt dabei habe und vielleicht frische Socken für danach. Das ist sehr angenehm, wenn die durchgeschwitzt sind und ich dann ein frisches Paar Socken anziehen kann. Ein kleiner wasserdichter Beutel, da kann auch ein Handy noch drin verstaut werden. Da kann alles, was trocken bleiben muss, verstaut werden. Auch wenn es regnet, stört mich das nicht. Ich weiß, das ist
sicher trocken, die kosten nicht viel, die wiegen nicht viel. Klare Empfehlung, sowas in den Trailrunning-Rucksack reinzutun. Besser so, als wenn das Handy da nicht mehr funktioniert. So, jetzt haben wir da mal die Ausrüstung mal zusammengefasst. Und ja, jetzt denkst du dir vielleicht, okay, ich habe mich jetzt ausgestattet für was weiß ich wie viel Geld. Wie mache ich das jetzt? Ich bin jetzt bisher nur wandern gegangen. Wie soll ich da anfangen? Und ganz einfach, ich bin auch nicht von heute auf morgen 1000 Höhenmeter einfach durchgejoggt. Das ist gar nicht das Ziel. Das Ziel ist, langsam anzufangen. Was ich gemacht habe, ich habe mir einfach vorgenommen, okay, ich schaue auf meine Uhr. Die habe ich gar nicht erwähnt. Für mich ein wichtiges Tool, zeigt mir die Höhe an, die Strecke, die ich gelaufen bin. Ich kann den GPX-Track draufladen und habe eine Navigation. Für mich ein unverzichtbares Tool auf jeglicher Bergunternehmung, von verschiedenen Herstellern erhältlich. Die hier ist von Suunto. Ansonsten gibt es welche von Garmin und auch von Polar. Durchschauen, selber herausfinden, was für einen passt. Und ja, für mich eine klare Empfehlung, so etwas dabei zu haben. Zurück, wie komme ich dazu, dass ich weiter bergauf laufen kann? Oder wie komme ich dazu, wie kann ich das trainieren? Ich habe mir vorgenommen, okay, ich versuche jetzt mal 100 Höhenmeter zu joggen. Aber nicht in diesem Terrain, sondern leicht geneigtem Terrain. Und ich versuche 100 Höhenmeter zu joggen. Dann habe ich das gemacht, gemerkt, okay, das geht ganz gut. Dann das immer wieder gemacht und dann gesagt, okay, jetzt will ich 200 Höhenmeter machen. Und irgendwann war ich bei 300, irgendwann bei 500 und heute kann ich sicher 1000 durchjoggen, aber auch nicht jeden Tag. Und das ist so ein bisschen das. Das ist mal das Erste. Und das Nächste ist, auch ein bisschen herausfinden, wie man laufen muss und da verschiedene Sachen ausprobieren. Und dafür zeige ich euch jetzt ein paar Techniken fürs Trailrunning. Jetzt will ich euch im Folgenden mal so zwei, drei verschiedene Tipps zeigen, was das Rennen betrifft. Grundsätzlich so empfiehlt man mehrheitlich vorne über den Ballen zu laufen. Wirklich hier vorne. Was man variieren kann, ist die Stellung der Füße. Und zwar kann man die entweder gerade nach vorne tun, so, oder man kann die auch leicht schräg machen und so den Berg nach oben oder auch andersrum. Und das lohnt sich auch gerade auf längeren Läufen, hier immer mal wieder abzuwechseln. Mal ein bisschen auf rechts, ein bisschen auf links und ein bisschen geradeaus. Einfach auch, um ein bisschen die Wadenmuskulatur zu entlasten und ein paar andere Muskelgruppen anzusprechen, um nicht in eine Überlastung zu kommen. Das ist so ein ganz wichtiger Tipp. Und ja, ich würde sagen, ich zeige euch das mal. So, als nächstes, als ganz wichtiger Tipp, beim Laufen gehören die Arme mit zur Bewegung. Wenn ich wirklich aus dem Oberkörper heraus nach vorne will und den Schwung mitnehme, dann gibt es eine dynamischere Bewegung und somit kann ich die Kraft oder die muskuläre Kraft besser verteilen und somit ist es weniger anstrengend. Deswegen wirklich nach vorne. Wirklich mit ganzem Körper wirklich schauen, dass man vorwärts kommt. Und ich zeige das nochmal, einfach damit ihr versteht, was ich meine. Kommen wir noch zu guter Letzt zu den Stöcken. Wie setze ich die ein? Bergauf und auch bergab. Es gibt dort verschiedene Möglichkeiten, entweder Doppelstockeinsatz oder alternierend. Das hängt auch ein bisschen von der Steilheit des Geländes ab.
Und ja, ich zeige euch einfach mal kurz ein paar Techniken. Das wären meine Tipps und meine Einführung ins Thema Trailrunning. Wichtig vielleicht noch zum Abschluss, das Bergauflaufen ist weniger anstrengend als das Bergablaufen. Das ist mein ganz wichtiger Ratschlag. Man sollte das Bergablaufen nicht unterschätzen. Und bei mir ist es persönlich so, wenn ich nach einer langen Skitourensaison wieder anfange mit dem Rennen, mit dem Trailrunning-Training, dann kriege ich den Muskelkater vom Bergablaufen und nicht vom Bergauflaufen. Ich hoffe, das war soweit hilfreich. Wenn Fragen bestehen, dann doch gerne in die Kommentare und dann werde ich das gerne beantworten. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben mega freuen. Und ansonsten, wenn du weiterhin wirklich Bergsport-Inhalte willst, auch Fotografie-Inhalte zum Thema Training, Erste Hilfe, dann sei doch so gut und abonniere meinen Kanal. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Danke fürs Zuschauen. Jetzt kommen noch ein paar Eindrücke und das beantwortet die Frage, warum Trailrunning verdammt viel Spaß macht.